Freiwillige Feuerwehr Greichstadt wurde mit den Abteilungen Unteröbisheim, Oberöbisheim und Neuenbürg mit dem Stichwort Brand Strohballen nach Unteröbisheim am Ladenberg in Alamir. Also schon auf Anfahrt konnten wir eine starke Rauchentwicklung feststellen. Es ist ganz so, dass rund 20 runde Strohballen in Vollbrand waren. Wir waren mit mehreren Trupps unter PA im Einsatz. Ja, das Schwierige jetzt hieran war, wir mussten zum Großteil händisch die ganzen Strohballen auseinanderziehen. Wir haben glücklicherweise Unterstützung durch einen Landwirt bekommen, einen Benachbarten, der hier zufällig vor Ort war. Die Nachlöscharbeiten gestalten sich schwierig durch die ganzen Blutnester, die immer wieder aufflammen hier. Wir sind weiterhin mit mehreren Trupps im Einsatz, die die Strohballen ablöschen, die Flammen bekämpfen. Ja. Beim Antreffen stand der ganze Strohballenstapel im Vollbrand und wurde auf ein Holzlager überzugreifen. Das konnten wir zum Glück verhindern. Zeitgleich mussten wir aufgrund der starken Rauchentwicklung noch gucken, dass der angrenzende Pferdehof gefährlich gefährdet war. Verletzte gab es meines Wissens gar nicht. Wir sind hier aktuell mit rund 40 Einsatzkräften im Einsatz. Hier ist wieder Trittschutz. Von einer was am Arsch? Ich bin der Polizei.